Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Mass Effect. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben und wir können jetzt hier das ganze Ding hier ein bisschen erforschen, wenn wir möchten. Und wir gucken mal, wo wir zuerst hingehen. Wir gehen vielleicht in den Fahrstuhl zum Zug, das sind wir hergekommen, das ist blöd. Wir gehen einfach mal hinter uns in die Wachunterkünfte. Müsste direkt die Türe hier bei uns sein, da. Ich glaube, das ist schon mal nicht, oder? Nee. Das ist schon mal nicht, das ist es. Und gucken, was uns hier erwartet. Waren wir hier nicht auch schon? Das kommt mir alles mega bekannt vor. Nee, Fahrstuhl zum Zug. Leute, ich schaff's nicht mal, den einfachsten Weg zu gehen. Also, Mann, wir gehen jetzt zurück. Ey, ist das echt ohne Witz. So, und biegen jetzt direkt ab. Hier hoch, oder? Das sieht doch jetzt gut aus. Ja, Wachunterkunft. Okay. Was haben wir hier? Etagenbetten? Dann haben wir einen Spind, den wir mal geschwind uns holen können mit Sturmgewehr Präzisionsgewehr Reaper 4. Echt jetzt? Ein 4er Präzisionsgewehr? Das könnte für uns interessant sein. Aha, das ist tatsächlich in allem besser. Das nehmen wir, das Reaper 4 Sturmgewehr. Passt, okay. Die Edge 3. Ja, nee, die macht weniger Schaden. Und auch weniger Präzision, das ist nicht so unser Ding. Und hier unsere Schrote, die Scimitar 1, die ist immer noch gar nicht... Oh, wir können die Scimitar 3 nehmen, natürlich. Ist ja klar. Wir sind ja keine Dummköpfe. Keine so großen Dummköpfe, okay. Ja, cool, Leute, hat sich schon mal gelohnt. Hat sich schon mal gelohnt, okay. So, da waren wir jetzt. Jetzt können wir ins Sicherheitslabor gehen. Oder ins Quarantänelabor. Oder zum Zug. Ich würde sagen, wir gehen einfach ins Sicherheitslabor. Wir gehen jetzt gerade auseinander hoch. Aber wo geht's denn hier runter? Das würde mich ja auch interessieren, wo es dahin geht. Ah, zur Krankenstation. Dann gehen wir mal zur Krankenstation. Halte durch! Ich weiß, an meiner Stelle hättest du längst ein Heilmittel. Okay. Oh Gott. Was? Was wollen Sie? Ha! Was stimmt mit Ihnen nicht? Wurden Sie von den Aliens angegriffen? Sie wurden mit einem Toxin vergiftet. Es hat einen Unfall gegeben. Ich habe eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben. Ich sollte das nicht mit jemandem diskutieren, der nicht zur Firma gehört. Aber Sie wollen es. Aber Sie sollten mit mir reden, denn ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich hoffe, der Firma ist unser Leben wichtiger als ein paar Geheimnisse. Kennen Sie Mira, die virtuelle Intelligenz für Gipfel 15? Ja. Sie verwaltet die Sicherheitsprotokolle für unsere Experimente hier. Okay. Wir haben sie auf unserem Weg durch die Central Station reaktiviert. Sie waren das? Vielen Dank. Die automatische Ausrüstung funktioniert nämlich nur, wenn sie online ist. Mitten in einem Experiment verloren wir die Verbindung zu Mira und die Quarantäne versagte. Diese drei hier wurden einem Toxin ausgesetzt. Etwas, an dem wir gearbeitet haben. Okay, also wir machen eigentlich immer das Blaue dann, wenn wir es können. Ich verstehe Ihre Sorge, aber ich muss die Details wissen. Was Sie mir erzählen, wird diesen Raum nicht verlassen. Es ist eine Biowaffe, basierend auf einer exotischen Lebensform, die im Grenzgebiet entdeckt wurde. Sie wollten etwas, das die Kreatur töten kann. Aber mit etwas, das eine Spezies im Grenzgebiet tötet, ließ sich kein Geld machen. Wir arbeiteten weiter daran, passten sie an, damit sie auch auf andere Spezies wirkte. Sehr gut. Toros B ist zwar hoch ansteckend, kann aber nicht von einer Person zur anderen weitergegeben werden. Wie ein Angriff mit einer Biowaffe, nur ohne anschließende Pandemie. Ganz egal, wie sicher man es macht. Biologische Waffen sind illegal. Militär, Regierungen, sie alle bekommen diese Art von Waffen, so oder so. Wir betreiben hier Schadensbegrenzung. Ich weiß, dass Sie das nicht so sehen.
Das ist hoch ansteckend, aber kann nicht von Person zu Person weitergegeben werden. Ist das nicht der Inbegriff von ansteckend, das von Person zu Person weiterzugeben? Okay, gut, ich bin kein Mediziner. Es gibt einen Grund, dass laut Citadel-Konventionen Biowaffen verboten sind, Doc. Ich habe nicht erwartet, dass Sie es verstehen. Unsere Aufzeichnungen und Ausrüstung sind im Quarantänelabor eingeschlossen. Captain Ventralis will keine weitere Kontamination riskieren. Ist es da drin gefährlich? Ist es gerechtfertigt, dass keiner rein darf? Nein, das Toxin hat nur eine kurze Lebensfähigkeit. Danach zerfällt es in simple Eiweißketten. Aber er will ja nicht auf mich hören. Ich werde mal mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihn überzeugen, es mich versuchen zu lassen. Ich kann Sie nicht offiziell darum bitten, aber wenn Sie etwas tun können, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Okay. Was ist nötig, um das Heilmittel... Die Quarantänelabore sind... Sobald Sie drin sind, sehen Sie sich nach Aufzeichnungen. Oh, wir haben es doch noch nicht gelesen. Es geht nur darum, unsere Prozesse nachzuverfolgen. Okay. Wir reden später weiter. Ich hoffe, Sie können etwas tun. Ja, ja, klar können wir was tun, natürlich. Und wo ist jetzt dein Schrank hier zum Aufbrechen? Hat keinen... Das hier? Ja. Na dann, okay. Turianer mögen keine Kälte, Shepard. Hatte ich das je erwähnt? Nö. Aber das ist jetzt Pech. Würde ich sagen. Okay. Dann gehen wir jetzt zum abgesperrten Bereich. Achtung! Sicherheitsprotokoll ist aktiv. Bitte kontaktieren Sie vor einer Wartung den Sicherheitsdienst. Okay. Okay, Thema erledigt. Oh mein Gott. Also, gute Idee, schlechte Idee. Jetzt gehen wir nochmal hier rein, holen uns die Knarre. Wissen wir Bescheid, dass wir jetzt aber alles nochmal machen müssen. Ist halt schon ein bisschen schwach, gell? Na gut, ist halt so. Oh. So, was war jetzt? Da haben wir die Scimitar genommen. Die Waffe haben wir gelassen. Und Präzisionsgewehr haben wir Reaper 4 genommen. Und das war's. Okay, und wieder zurück. Und dann runter und mit dem reden, mit dem Typ. Oh Mann, auf geht's. So was Blödes. Dann haben die uns weggenatzt. Da müssen wir mit irgendeinem reden. Das machen wir jetzt auch. Das war auf jeden Fall keine schlechte Idee. Keine gute Idee. Halte durch. Was? Was wollen Sie? Wurden Sie... Ich... Aber Sie sollten mit mir reden. Kennen Sie Mira? Die wir haben... Diese drei hier wurden einem Toxin... Ganz egal, wie. Militär, Regierungen... Okay. Sie alle bekommen diese Art... Es gibt ein... Unsere Aufzeichnungen und Ausrüstung sind im... Ist das genau? Und dass wir nachher das wieder Toxin da sind, wo sind wir jetzt? Eine kurze Lebensfähigkeit. Ich werde... Ich kann sie nicht auf... Wir reden später weiter. Ich hoffe, Sie können etwas tun. Ja, Moment. Ja? Ja. Was ist nötig? Die Sobald Sie drin sind, sehen Sie sich nach Aufzeichnungen. Wir reden später. Ich hoffe, Sie können etwas... Okay. Und weiter geht's. So, das haben wir ja jetzt in kürzester Zeit hier nachgeholt. Und jetzt nur gucken, dass wir nicht gleich abgeknallt werden. Mit wem müssen wir reden? Was wollen Sie? Ah, nee, wir reden später. Denken Sie daran, alle verdächtigen Geräusche zu melden. Müssen wir nicht reden? Okay, ich glaube, das bringt uns auch nicht weiter. Hä? Was gucken Sie denn so blöd? Oder soll ich das hier mal benutzen? Was? Ich verschwinde. Dann kann ich endlich weiter mit. Okay, jetzt bin ich gar nicht ganz sicher, wo es weitergeht. Mit Ventralis sprechen. Das würde ich gern machen. Das ist nicht Ventralis. Das hier ist ein Wissenschaftler. Das ist auch nicht Ventralis. Da geht es zum Zug. Ja gut, dann können wir eigentlich nur hier lang, oder? Ah, Captain Ventralis Büro. Also wieder direkt zurück.
Und hallo. Und hier lang, oder? Ja, sieht gut aus. Okay, gut. Läuft, 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 läuft. Aha. Brauchen Sie etwas? Ja. Ich habe von dem Ärger im Quarantänelabor gehört und würde gern das Heilmittel gegen das Toxin holen. Himmel, ich wünschte, wir könnten den Leuten helfen. Wirklich. Aber wir können jetzt keine Ansteckung riskieren. Hm. Cohn sagt, es bestehe keine Ansteckungsgefahr. Okay, okay. Wenn Sie Ihr Leben aufs Spiel setzen wollen, Sie sind ja nicht meinem Befehl unterstellt. Ich werde der Wache Bescheid geben, Sie reinzulassen. Allerdings soll er die Tür hinter Ihnen wieder schließen. Er wird einen kompletten Scan durchführen, bevor er Sie wieder rauslässt. Sollte er irgendwelche Anomalien finden, bleiben Sie da drinnen. Wenn das der einzige Weg ist, reinzukommen, dann bin ich einverstanden. Ich werde die Wache anfunken und ihr Bescheid sagen. Viel Glück. Jo, danke schön. Ich habe noch zu tun. Das habe ich auch. Hm. Ich finde irgendwie die Uniform ganz witzig hinten. Mit einer Art Luftverstärker oder was? Also Luftventilation, vermute ich mal, oder? Und vorne mit einer geöffneten Klappe. Okay. Na, dann gehen wir jetzt mal. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Achtung! Sicherheitsprotokoll ist aktiv. Bitte kontaktieren Sie vor einer Wartung den Sicherheitsdienst. Haben Sie mal eine Zigarette? Uns sind hier die Kippen ausgegangen. Aha. Verflucht, was habe ich schon wieder verpasst? Begeben Sie sich in das Quarantänelabor. Es befindet sich die Treppe runter, nahe dem Mannschaftsquartier der Wissenschaftler. Ah, okay. Wir sind ins Quarantänelabor. Na dann. Sicherheit. Das ist die Geschichte hier, gell? Quarantänelabor, okay. Dann gehen wir jetzt geradeaus und dann rechts. Geradeaus und dann rechts. Okay, Freunde. Oh mein Gott. Und Scanner zeigt keine feindlichen Aktivitäten hier. Im Gegensatz zu oben. Da sah es schon ganz anders aus. Ah, Hanola. Ich verstehe. Jetzt gucken wir uns mal, bevor wir mit ihm reden. Sie gehören nicht zur Crew. Hm. Nennen Sie mich Shepard. Ich bin ein Spectre und wurde von der Zitadelle geschickt. Es gibt keine menschlichen Spectre. Aha. Hören Sie mal, dieser Plage ist es egal, wer Sie sind. Dieses Labor steht unter Quarantäne. Was wollen Sie hier? Ich habe Ventrales Erlaubnis, da reinzugehen. Richtig, das hat er durchgegeben. Er sagte auch, dass Sie, um wieder rauszukommen, beweisen müssen, dass Sie nicht kontaminiert sind. Wenn Sie eine Todessehnsucht verspüren, können Sie auch an der Barrikade Wache schieben. Okay. Ne, wir reden erstmal gleich mit ihm hier. Wir werden aber noch vor aller Augen diesen Spind hier. Aha, dechiffrieren. Das war ja mal der popeligste Spind. Wartungsbereich, aber der ist verschlossen. Okay. Okay. Meine Albträume sahen früher genauso aus. Zu viel billiger Horror-Trash vor dem Licht ausmachen. Sie sind wegen denen hier, nicht wahr? Meinen Sie die Viecher da draußen? Ja. Ich bin der einzige Überlebende aus dem Sicherheitslabor. Okay. Ich habe gehört, dass Sie im Sicherheitslabor waren. Wie konnten Sie lebendig da rauskommen? Ich habe Sie umgebracht. Antworten Sie. Dr. Sun Moore. Wir waren auf dem Weg zum Mittagessen, als der Alarm losging. Ich lief zur Bahn und schloss die Türen. Sie hämmerte einmal an das Fenster. Dann filettierten sie in kleine Stücke. Ihr Kopf zerplatzte wie eine reife Melone.
Ich habe die Tür geschlossen. Ich habe sie umgebracht. Okay. Hätten Sie anders gehandelt, wären Sie jetzt auch tot. Natürlich. Da haben Sie vollkommen recht. Wie komme ich in den Servicebereich? Ein Teamleiter müsste Zugang haben. Wie Dr. Kuhn. Sie finden ihn auf der Krankenstation. Okay. Könnte Matriarch in Benesia im Sicherheitslabor überlebt haben? Es ist möglich. Die Proben reagierten empfindlich auf Biotik. Ich gehe dann jetzt. Ja. Okay, und jetzt gehen wir da rein. Na dann. Leute, viel Vergnügen. Hoffentlich wird es nicht allzu eklig. Xenobiologische Datenbank. Haben wir was gefunden? Okay. Forschungsnotizen. Wir haben 4 Chemikalien isoliert, die miteinander kombiniert werden können, um dem Gift entgegenzuwirken. Sie müssen in genau abgemessenen Mengen gemischt werden. Bei der Zumischung jeder Chemikalie markiert das Gerät die minimale und maximale Menge, mit der es gelingt. Zu wenig oder zu viel ruiniert das Ergebnis. Okay. Ihre Mission endet hier, Shepard. Oha. Das werden wir noch sehen, Miststück. Sie sind Benesias Schläfer. Mir wurde befohlen, Sie zu eliminieren, sollte sich die Gelegenheit dazu bieten. Und da sind Sie, gefangen in diesem Labor. Feuer frei! So. Jetzt, meine Lieben, geht's richtig ab. So, kurzer Kampf, kurz und knackig. Sehr gut. Sehr gut ist das gelaufen. Jetzt gucken wir mal hier rein. Mittelschwere Dechiffrierung, ja, die schaffen wir auch noch, oder? Ohoho. Das ist ja leichter, als einem Kind den Lolli wegzunehmen. Ach, der nächste. Medizinkit nehmen wir auch mit. Diesem heißen Stuhl. Ah, der ist ein toller Stuhl. Da möchte ich gerne sitzen und hier möchte ich so gerne drauf schlafen, auf dieser Liege. Die ist toll. So. Commander, sieht aus, als hätte diese Asari-Doktorin die Wache getötet. Sie kamen da raus. Ja? Sie meinen die die anorganischen Wesen, die die Asari bei sich hatte. Benesia brachte sie mit. Ich gehe dann jetzt. Okay. Ja. Wo kamen sie raus? Kamen sie hier raus aus dem Wartungsbereich? Ist das so? Okay, sie sind auf der Suche nach Matriarchin Benesia. Sie hat die Riftstation verlassen, um die Kreaturen in den verseuchten Hochsicherheitslaboren zu bekämpfen. Die Labore sind über deinen Notfallfahrstuhl zwischen Ventralis Barrikade und der Zugstation erreichbar. Okay, Riftstation. Sie wurden im Quarantänelabor von Gate angegriffen. Hanola hat ihnen erzählt, dass sie aus dem abgeschotteten Wartungsbereich kamen. Vielleicht kann Dr. Cohen ihnen helfen, dort hineinzukommen. Ah, das ist abgeschlossen. Okay, dann gehen wir jetzt mal zurück und geben die Medizin ab und dann wird Dr. Cohen uns helfen. Oh ja. So wird das laufen, Leute.
Ah, okay, wir müssen hier runter. Verflucht nochmal, war das hier? Ich finde es ja schon wieder nicht. Die Krankenstation ist wahrscheinlich hier runter. Ja, ich glaube hier rein, hier ist die Krankenstation, genau. Ja, so klein, keine Station ist klein genug, als dass ich mich nicht drin verlaufen würde. Ist das das Heilmittel? Sie haben es geschafft? Mhm. Diese Asari-Wissenschaftlerin, die im Speisesaal war, hat versucht, uns zu töten. Balestia? Kaum zu glauben. Ich weiß kaum etwas über sie. Sie kam erst vor einem Monat hier an. Einer der Aktionäre hat ein paar Fäden gezogen, um sie hierher zu bekommen. Lassen Sie mich raten. Saren der Spectre? Ja, ich glaube, das war sein Name. Ich beachte die anderen Forschungsteams kaum. Sehen Sie sich die Wachen an. Sie sind noch gereizter, seit Sie hier sind. Ich glaube, die haben Sie erwartet. Im hinteren Teil sind noch mehr Labore. Die Wachen lassen nicht mal mich da rein. Nur Leute mit einer Sicherheitsbescheinigung. Okay. Was ist mit dem Servicebereich? Haben Sie da Zugang? Zum Servicebereich? Klar, nehmen Sie meinen Pass. Aber da hinten ist nur Schnee. Lassen Sie mich die Ampulle mal sehen. Eine Erweiterung von Phelps Arbeit? Ich dachte mir doch, dass er auf der richtigen Fährte war. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Oh Himmel, was für ein Klischee. Sie haben Ihnen das Leben gerettet, wussten Sie das? Könnten Sie vielleicht ein paar Medikits erübrigen? Hier oben sind die mit Gold nicht aufzuwiegen. Die haben Sie aber nicht von mir. Ventralis wollte die für seine Leute haben. Ich muss das jetzt verabreichen. Danke nochmals. Jo, kein Thema. Kein Thema. Und wir können gleich mal noch ein bisschen... Genau, unsere Punkte verteilen. Ja, taktische Panzerung. Okay. Rex Fitness. Passt. Und du, mein Freund, hast jetzt richtig schön taktische Panzerung und Elektronik. Okay, ideal. 1, 2, 3. Es läuft, okay. Gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Und zwar nicht zum abgesperrten Bereich, sondern wieder hier den langen Gang entlang und gehen da runter. Was uns da wohl erwartet, bin ich ja gespannt. Mega gespannt sogar. Okay, Leute. Da ist nur Schnee, hat er gesagt. Oh. Was war da jetzt? Nee, auch nichts, gell? Wir gehen jetzt hier durch. Vielleicht kommen wir einen Stock höher dann. Da sind auf jeden Fall wieder Deckungen. Und einen Feind sehe ich. Okay. Ich bin ja so froh über den Scanner. Kessler 3 Knarre. Na, schaut euch mal das an. Ups. Die Kessler 3, was kann die? Aber alles schlechter. Okay. Ja gut, er kann den Kessler 3 nehmen. Und er nimmt auch eine Skimitar 1. Passt schon. Okay, alles klar. Na dann.
Sie wissen nicht, wen haben wir hier? Es ist, eine Mutter zu sein. Leben zu erzeugen. Venezia. Ein Leben zu formen, ihm Zufriedenheit oder Verzweiflung zu verleihen. Ihre Kinder sollten die unseren sein. Aufgezogen, um Sarens Feinde aufzuspüren und zu töten. Haben Sie schon mal eine Azari-Kommandoeinheit gesehen? Wenige Menschen können das behaupten. Aha. Wir müssen nicht kämpfen. Sie können mit uns zur Zitadelle zurückkehren. Eher nicht. Oh oh. Mehr und jetzt aber auch, also einen sehe ich noch. Wo ist er? So, jetzt aber. Es ist noch nicht vorbei. Saren kann nicht aufgehalten werden. Mein Verstand ist voll von seinem Licht. Alles ist so klar. Aha. Reden Sie, Venezia. Was plant Saren als nächstes? Ich werde ihn nicht verraten. Sie werden... Sie... Ja? Hören Sie zu. Saren ist noch in meinem Kopf und flüstert mir Dinge zu.
Ich kann seine Beeinflussung bekämpfen, kurzzeitig. Aber die Indoktrination ist so stark. Okay, okay. Wollen Sie damit sagen, dass er Ihnen eine Gehirnwäsche verpasst hat? Die Leute sind nicht sie selbst, wenn sie in Sarens Nähe sind. Man beginnt, ihn zu verherrlichen, ihn zu verehren. Man würde alles für ihn tun. Die Sovereign, sein Flaggschiff, ist der Schlüssel. Sie ist ein Schlachtschiff von unglaublicher Größe und ihre Macht ist außergewöhnlich. Okay. Das Schiff griff Eden Prime an? Ich hätte nicht gedacht, dass ein Schiff dieser Größe auf einem Planeten landen kann. Es hat einen gewaltigen Masseneffektantrieb. Aber das ist nicht die wahre Macht des Sovereign. Je länger man an Bord bleibt, desto richtiger erscheint einem Sarens Verhalten. Man sitzt zu seinen Füßen und lächelt, während man von seinen Worten durchdrungen wird. Zuerst ist es ganz subtil. Ich dachte, ich wäre stark genug, um zu widerstehen. Stattdessen wurde ich zu einem willigen Instrument, erpicht zu dienen. Er schickte mich hierher, um herauszufinden, wo das Mu-Massenportal ist. Sein Standort galt tausende von Jahren als verschollen. Okay, das Mu-Massenportal. Wie kann etwas so Großes verloren gehen? Vor 4000 Jahren wurde ein naher Stern zur Supernova. Die Druckwelle schleuderte das Portal aus seinem System, beschädigte es aber nicht. Es ist unmöglich, seine genauen Vektoren und seine Geschwindigkeit zu ermitteln. Während die Jahrtausende ins Land gingen, verhüllte es der Nebel, den die Nova erzeugt hatte. Es ist schwierig, ein kaltes Objekt im interstellaren Raum zu finden. Besonders eines, das von heißem Staub und Radioaktivität umhüllt ist. Okay. Kann ich davon ausgehen, dass Sie die Koordinaten gefunden haben? Vor 2000 Jahren besiedelten die Rachni diese Gegend unserer Galaxis. Sie entdeckten das Portal. Die Rachni können Erinnerungen über ganze Generationen teilen. Und Königinnen können das Wissen ihrer Mütter erben. Ich konnte den Standort des Portals in den Gedanken der Königin lesen. Dabei war ich nicht gerade zimperlich. Oh, okay. Sie können noch immer das Richtige tun. Teilen Sie diese Information mit mir. Ich war nicht ich selbst, aber ich hätte stärker sein müssen. Ich habe die Daten auf eine OSD geschrieben. Nehmen Sie sie. Bitte. Es reicht nicht nur, den Standort des Portals zu kennen. Wir müssen wissen, wie es von dort aus weitergeht. Saren wollte mir sein Ziel nicht mitteilen. Aber Sie müssen es schnell herausfinden. Ich habe Ihnen die Koordinaten übermittelt, bevor Sie eintrafen. Sie müssen mich aufhalten. Ich kann nicht. Seine Zähne sind ganz nah an meinem Ohr. Seine Finger streichen über meinen Rücken. Sie sollten... Oh, Sie sollten... Oh, oh. Stirb. Nein, die Materialien. Ich bin am Ende. Sie müssen ihn aufhalten, Shepard. Okay. Warten Sie. Wir haben Medigel. Vielleicht können wir damit... Nein. Er ist noch immer in meinem Kopf. Ich bin nicht vollständig ich selbst. Das werde ich nie wieder sein. Kein Licht? Es hieß doch immer, man würde ein helles... Oh. Ja, dann ist sie aber noch nicht so weit. Jetzt kommt das Licht. Wenn es das Licht gibt, dann kommt das jetzt. Oh ja. Oh mein Gott, Leute. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh.
Die hier. Oho. Dient als unsere Stimme. Leute, wie geil ist das denn? Wir können nicht singen. Nicht in dieser Enge. Eure Musik ist farblos. Was? Musik? Was? Eure Art, miteinander zu kommunizieren, ist seltsam. Flach. Sie verleiht der Luft keine Farbe. Wenn wir sprechen, ist alles in Bewegung. Das kann ja heiter werden. Wir sind die Mutter. Wir singen für jene, die zurückblieben. Die Kinder, die ihr für verstummt hieltet. Wir sind Rachni. Leute, wie geil ist das denn? Leute, wie geil ist das denn? Die Kroganer haben die Rachni vor 1000 Jahren ausgelöscht. Der Himmel schweigt jetzt. Die Lieder unserer Mütter sind verloren. Aber jene, die uns ermordeten, werden bald schon unser Schicksal teilen. Wir werden nicht sterben, Miststück. Die Kinder, die wir gebaren, wurden uns genommen, bevor sie das Singen erlernten. Wir haben sie an die Stille verloren. Beendet ihr Leiden. Sie können nicht gerettet werden. Okay. In ihrem jetzigen Zustand werden sie nur Schaden zufügen. Ich hab nichts gedrückt. Okay. Ich verstehe das nicht ganz. Warum töten ihre Kinder Leute? Diese Nadelmänner. Sie stahlen uns unsere Eier. Sie wollten unsere Kinder in Kriegsbestien verwandeln. Klauen mit keinen eigenen Liedern. Unsere Ältesten fürchten die Stille nicht. Aber Kinder kennen nur Angst, wenn niemand zu ihnen singt. Angst hat ihren Verstand zerschmettert. Das ergibt Sinn. Ein Baby, das man bis zum 16. Lebensjahr in einen Schrank sperrt, wird geistig nicht gesund sein. Ja. Ja. Okay. Ich glaube nicht, dass sie mir die Wahl lassen werden. Bevor du zu unseren Kindern kommst, musst du an uns vorbei. Was wirst du singen? Lassen sie mich frei? Werden wir ein weiteres Mal verklingen? An dem Ding sind Säuretanks festgemacht. Jagen sie sie hoch! Millionen meiner Vorfahren sind gestorben, um diese Viecher auszurotten. Lassen sie nicht zu, dass sie zurückkommen. Wenn sie sie töten, rotten sie eine gesamte Rasse aus. Wir sollten den Zitadellrat über ihr Schicksal entscheiden lassen. Ihre Gefährten hören die Wahrheit. Du hast die Macht, uns zu befreien. Oder unser Volk wieder der Stille der Erinnerungen zu übergeben. Nee, wir töten sie nicht, nein. Ich werde nicht ihre gesamte Rasse vernichten. Sie werden überleben und frei sein. Sind sie verrückt geworden? Ihr Volk hat ja nicht gegen diese Bastarde gekämpft. Weshalb sie es einfach nicht. Ich würde die Rachni in Zukunft gern an unserer Seite sehen. Machen Sie, was Sie wollen. Meine Leute werden die Schweinerei hier später aufräumen. Genau wie damals für die Salarianer. Du wirst uns die Chance geben, uns neu zusammenzusetzen? Mhm. Ja. Wir werden uns an dich erinnern und unseren Kindern von deiner Güte vorsingen. Na toll. Ungeziefer, das Lieder über sie schreibt. Denken Sie an meine Worte. Sie werden das noch bereuen. Okay,
Okay, sehr cool, ist ja nett, aber... Materialchen, Benessa, da liegt sie. Aber wie kommen die jetzt raus, die Königin? Also lebendig, wie soll das funktionieren? Zug, Hochsicherheitslabor, wissenschaftliche Station, Sicherheitsbereich, Ventilationsraum, Mannschaftscasino. Okay, ich würde einfach sagen, wir gehen mal da geradeaus durch, oder? Und gehen wieder zum Hochsicherheitslabor und zur wissenschaftlichen Station. Ach so, Leute, nein. Die Folge ist rum. Leute, nächstes Mal geht's weiter. Wir sind ja schon wieder 40 Minuten. Oh mein Gott, wie schnell die... Das war aber auch eine coole Folge, gell? Leute, macht's gut. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar. Drückt die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Und ich wünsche euch alles Gute, ja? Dystopia out.